Hallo Eltern! Heute geht es einmal um ein Thema, das vielen Eltern vielleicht ein bisschen Sorge bereitet. Denn es ist doch wirklich ein sehr ernstes Thema. Die fehlenden Kita-Plätze? Nein. Der Lehrermangel an den Schulen? Nein. Die rasante Verbreitung der Droge Crystal Meth? Fast. Es ist das erschreckende Thema Smartphones. Irgendwie klingt das jetzt gar nicht mehr so erschreckend. Trotzdem ein Thema, das einen als Elternteil im digitalen Zeitalter durchaus beschäftigen kann. Nicht zuletzt, weil dein Kind mit ziemlicher Sicherheit früher oder später ein Smartphone haben will. Die Geräte bieten unkomplizierten Zugang zu Social-Media-Diensten. Sie ersetzen MP3-Player und Fotokamera. Sie sind Unterhaltungsmedium, sie sind Kommunikationsmedium und sie sind natürlich auch Statussymbol auf den Schulhöfen. Dabei weiß ich überhaupt nicht, was die Kids mit diesen Dingern haben. Den ganzen Tag hängt der Bengel vor diesem Smartphone und kriegt überhaupt nicht mehr mit, was in der Realität um ihn herum passiert. Nun, das ist wahr. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass Smartphones ja auch eine Realität sind. Dienste wie Facebook oder WhatsApp gehören bei den Jugendlichen zu den wichtigsten Kommunikationskanälen, über die sie ja durchaus echte soziale Beziehungen zu echten Menschen pflegen. Ja, aber teuer sind diese Teile und monatlichen Gebühren für den Datentarif soll ich dann bezahlen. Das ist wahr. Und es ist sicherlich fraglich, ob ein Kind im Grundschulalter wirklich schon mit einem Hightech-Gerät für 800 Euro zur Schule gehen muss. Aber ab einem bestimmten Alter wirst du wohl nicht drum herumkommen, deinem Kind wenigstens ein Einstiegsmodell zu besorgen. Ach so, ich dachte, jetzt käme wieder irgendeine Gegenmeinung. Jedenfalls, Smartphones gehören heute zum Alltag dazu und Kinder sollten den Umgang damit lernen, so wie sie lernen müssen, alleine mit dem Bus zu fahren oder eine Geschirrspülmaschine einzuräumen. Solltest du mir nicht irgendwie widersprechen oder wenigstens überhaupt irgendwas sagen? Hallo? Hä? Was hast du gesagt? Ich hab hier gerade mit dem George aus Australien eine Partie Poker am Laufen. Ein ganz harter Hund. Was war nochmal das Thema? Das Thema ist zum Beispiel auch, dass dein Kind andere hänselt und drangsaliert und das Ganze mit dem Smartphone aufnimmt und ins Internet stellt. Was macht mein Kind? Das ist ja Mobbing. Und alles nur wegen diesen Teufelsdingern. Das Problem ist, dass Kinder heutzutage mit den technischen Möglichkeiten wie Smartphones und Internet quasi aufgewachsen sind und sie deshalb, was die Bedienung angeht, oft besser beherrschen als die Erwachsenen. Aber was sie nicht so gut können wie die Erwachsenen, ist, die Folgen ihrer Aktivitäten im Internet richtig einzuschätzen. Genau, ich weiß wenigstens, was ich tue. Guck dir diesen Typen, der vom Skateboard fällt, an. Meistens jedenfalls lernen Kinder von ihren Eltern, wie man sich zumindest in der Offline-Welt richtig benimmt. Und im Idealfall lernen sie auch von ihren Eltern, wie man sich online respektvoll verhält. Aber ich kann doch mein Kind online nicht die ganze Zeit kontrollieren. Das kannst du offline auch nicht. Du kannst nur aufklären, ein gutes Beispiel sein. Ein gutes Beispiel sein. Oh, ja. Und versuchen, am Leben deines Kindes teilzuhaben, sowohl am Offline-Leben als auch am Online-Leben in der Welt der Facebooks und Smartphones. Und falls ihr dieses Video mit der YouTube-App eures Smartphones geschaut habt, dann könnt ihr ja gleich mal damit anfangen und diesen Kanal abonnieren und zum Beispiel auch eure Kinder fragen, was die noch so für Kanäle abonniert haben. Ich habe gehört, der Kanal eines gewissen Dr. Allwissend soll durchaus auch für Erwachsene interessant sein. Tschüss und bis nächste Woche.